Die Solonummer. Wer tanzt denn da aus der Reihe? Die Solonummer diese Woche hat sich ein sehr, sehr bekannter Nuss-Nougat-Brotaufstrich-Hersteller. Wiederholen Sie das nochmal. Nuss-Nougat-Brotaufstrich-Hersteller geleistet. Vielleicht haben es die ein oder anderen Zuhörlinge doch schon mal gesehen. Es ist die Fernsehwerbung dieses Brotaufstriches. Ich möchte den Namen nicht sagen. Sag ihn doch einfach. Muss man nicht, ne? Okay, aber ich glaube, es weiß auch jeder, wen man so meint. So ein brauner Nussaufstrich. Ein brauner, ja, ein brauner Aufstrich. Die Werbung zeigt Menschen, eine Mutter und eine kleine Tochter, beim Plätzchenbacken. Ach, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Jetzt verglichen zu beim meinen Plätzchen. Plätzchenbacken. Die Plätzchen werden mit diesem Brotaufstrich, ja, es ist ja offiziell, mit diesem Brotaufstrich bestrichen. Und ich frage mich, warum? Der schmeckt doch gut bestimmt. Ja, aber der trocknet nicht. Das ist ja dann nur für direkt zu essen, wahrscheinlich. Ja, weil, klar. Ja, aber wer isst denn jetzt direkt ein Blech Plätzchen? So von jetzt auf gleich. Ja, du bestimmt. Ne? Ja, war mir klar. Aber das war noch nicht das, also das finde ich ja schon absurd, aber das war noch nicht das Ding, sondern sie haben Werben mit einem Star ohne den Star. Wie, das verstehe ich nicht. Naja, ich habe die Werbung doch gesehen. Das Kind macht, dann ist dir aber nicht aufgefallen. Nee. So, wenn ich dir jetzt erzähle, dann fällt es dir auf. Du hast die Werbung aber vor Augen. Ja, ich habe die Werbung vor Augen und ich weiß auch, dass du das angebracht hast, als wir die mal gesehen haben, dass das ja eigentlich so nicht geht, weil dieser Brotaufstrich ja so flüssig ist. Ja, das, ja, ja. Und das auf heißen Plätzchen vor allem so noch flüssiger wird. Aber das, ja, stimmt. Ja, genau. Wird noch flüssiger. Also es gibt eine Riesensauerei. Auf jeden Fall macht dieses Mädchen ein Plätzchen fertig, auf dem Eddie steht. Eddie. Eddie. Und Eddie kommt dann nachher auch. Und Eddie ist ein, ja, körperlich durchschnittlicher, nicht dick, nicht dünn, also ganz normaler Typ. Leicht rötliche Haare mit einer Gitarre. Und setzt sich hin und kriegt von dem Mädchen dann das Plätzchen. Ed Sheeran? Und dann spielt er Gitarre. Ah, cool. Aber man hört es nicht, weil dieser ganze Werbespot ist mit einer Melodie unterlegt, die sehr, sehr an einen Ed Sheeran Song erinnert. Ja. Ist aber keiner. Aber es erinnert sehr daran. Es ist schon sehr ähnlich. Da gibt es übrigens ein ganzes Business für mit solchen Musiken. Dann denke ich mir, hat es nicht gereicht für den echten Ed Sheeran? Und warum muss man sich dann ein Double? Ja, aber warum muss man sich... Ach, das war ein Double? Naja, der wird ihn nicht aus Zufall komplett als Eddie an Ed Sheeran erinnern. Also für mich als Zuschauer, der nichts mit dieser Werbung zu tun hat, kam der Gedanke, als ich das erste Mal gesehen habe, direkt, das ist doch Ed Sheeran. Oder könnte er sein, zumindest. Könnte er sein. Man hat gesehen, dass es nicht ist, aber er könnte es sein. Also die werben mit Ed Sheeran, obwohl Ed Sheeran gar nicht Werbung dafür macht. Ist sowas erlaubt? Also die Musik, ja, man muss mal drauf achten, wenn der nochmal läuft. Man kann den natürlich, ich weiß nicht, ob man den irgendwie googeln kann. Klar, ist im Internet safe. Auf jeden Fall, wenn der nochmal läuft im Fernsehen, muss man mal drauf achten. Die Melodie der Musik, weiß nicht, ob so ein bisschen weihnachtliche Musik ist es, aber erinnert schon sehr stark an die Musikrichtung von Ed Sheeran. Der Typ an sich sieht halt schon fast aus wie ein Bruder von dem. Ich will nicht sagen wie ein Zwilling, aber wie ein Bruder, der ihm sehr ähnlich sieht. Und er hat auch zufällig eine Gitarre dabei und er heißt Ed. Eddie. Also Eddie. Entschuldigung, nicht Ed. Das wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass das dadurch, dass es ja ein sehr großer Brotaufstrichhersteller war, die haben sicherlich auch eine juristische Abteilung, die werden das vorher geprüft haben, gemeinsam mit der Werbeagentur, ob man das darf. Und die werden genau diesen Millimeter-Tanz getanzt haben und wirklich kurz vor das geht nicht gemacht haben. Ich finde es auf jeden Fall, irgendwie finde ich es ein bisschen arm. Ah ja, warum? Warum überlegt man sich nicht einfach was Eigenes? Ja, vor allen Dingen ist doch bei diesem Produkt so egal, weil das eh alle mögen. Also da kannst du ja sonst was werben. Es wäre natürlich nicht so aufgefallen, wenn sie einen blonden Typ da reingeschickt hätten mit einer Gitarre. Dann wäre es natürlich nochmal was komplett anderes gewesen. Für mich als Zuschauer am Ende aber die gleiche Werbung. Ja, natürlich. Nur man muss sich nicht so diese Blöße geben. Und dann muss dieser Fake Ed Sheeran auch noch den flüssigen Keks da wegschnabulieren. Und der isst diesen halb Schokoladen. Der ist ja nur, die Schokolade ist ja nur flüssig. Ja. Aber es ist schon, ja. Ja, also. Also ich käme niemals auf die Idee. Ah, du hast es gesagt!
Müssen wir rausschneiden. Scheiße. Wie heißt der Aufstrich? So heißt er. Ja, genau. Schneiden wir raus. Ja, nee, da packe ich einen Pieper drauf. Ah, okay. Habe ich einen Pieper drauf gepackt. Hast du schon. Habe ich einen Pieper drauf gepackt. Ja, bist du, schnell. Ja, wenn ich es nicht vergesse im Schnitt. Naja, ich finde es auf jeden Fall, jetzt habe ich mich so zusammengerissen ja. Und dann passiert es doch. Egal. Das fand ich ein bisschen... Also ich kann dir übrigens den Gedanken, diesen Brotaufstrich, diesen braunen Brotaufstrich da drauf zu packen auf ein Plätzchen, verstehe ich. Nein. Ja, ja doch. Mag sein, ich nicht. Ist lecker. Aber du denkst auch, grüne Fingernägel würden funktionieren. Hallo, das sind Wicked-Nägel. Ich sage immer so, Defying Gravity. aber es ist natürlich irgendwie eine blöde Werbung. Das kann man schon sagen. Es ist auch ja, so ein man hätte gequarkt. Sich da für das, was es ist, hätte man sich auch ja. was Eigenes einfallen können, lassen können. Absolut. Naja. Aber wir haben ja diese Sendung heute am Anfang beworben mit einem Bombenthema. Wie hast du es nochmal genannt? Mit einem Bombenthema? Ja, ja. Also ich habe gesagt, wir sprechen über den wohl bekanntesten Porno Deutschlands. Okay, ja. Das hat natürlich und, alle an der Stange gehalten. Und Fragen, die dadurch auftauchen. Bei der Stange gehalten, heißt es übrigens.